Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Podiumsgespräch heute. Das Thema ist Datenschutz und Gefährdung für die Wirtschaft oder Chance für die Wirtschaft in Europa. In der IKT-Branche, also in der IT-Branche, laufen wir einfach Gefahr, den Anschluss an den internationalen Wettbewerb zu verpassen und ein wirtschaftliches Potenzial in Milliardenhöhe liegen zu lassen. Wir brauchen eine europäische Cloud-Strategie, wir brauchen europäische Standards beim Datenschutz, um dieser Marktmacht der wenigen US-amerikanischen Unternehmen zu begegnen, muss die Kommission die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen stärken. Viviane Reding sagt das immer recht klar. Wir Europäer haben heute den Nachteil, dass wir uns an den Datenschutz, an den europäischen, den es ja gibt, ja, halten müssen, die Amerikaner aber nicht. Wir brauchen einen Kontinent mit einem Recht, das für alle Unternehmen, und zwar auch für die, die nicht in Europa ansässig sind, also die Amerikaner, die Asiaten und so weiter, gilt. Wir müssen lernen, dass Know-how, Forschungsergebnisse ist gleich umzusetzen im wirtschaftlichen Vorsprung. Und wenn wir das den Amerikanern überlassen oder den Asiaten überlassen, dann werden wir unseren Wohlstand damit gefährden. Der ganz wesentliche wäre, ist Transparenz für den Anwender. Das heißt, welche Daten werden gespeichert, wie lange werden sie gespeichert, für welchen Zweck werden sie gespeichert. Der zweite Grundsatz, den diese Datenschutzverordnung auch versucht, ist die Begrenzung der Speicherdauer. Und ein dritter Grundsatz, der mir sehr wichtig wäre, wären Opt-in-Lösungen. Das heißt, ja, es dürfen Daten erhoben werden, aber es ist notwendig, dass ich zustehe. Ich glaube, dieses Commitment über diese drei Punkte würde deutlich weiterhelfen, dass einerseits bei den Anwendern ein Datenbewusstsein entsteht, das wichtig ist, und auf der anderen Seite jene Unternehmen, die mit Daten arbeiten, einen klaren Rahmen vorfinden, was sie tun müssen, wenn sie Daten sammeln und sozusagen, was sie weiter damit machen dürfen. Wir stehen in Europa nämlich vor dem Problem der unterschiedlichsten Umsetzung der Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995, und man muss sich dann immer fragen, kann der Betroffene, derjenige, der von einer Datenschutzverletzung betroffen ist, seine Ansprüche auch geltend machen? Es gibt zu wenig ausgebildete Personen oder Datenschutzbeauftragte in den Betrieben, die genau sicherstellen, dass diese Datenschutzrechte auch tatsächlich eben eingehalten werden. Viele Staaten ja gar keine Verordnung haben wollen, weil es dann flexibler wäre. Und viele Staaten aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht bereit sind, die hohen Standards, die die Kommission einmal vorgegeben hat, zu realisieren, sondern hier ist zu befürchten, dass es in einigen Bereichen zu einem Rückschritt kommen kann. Es hat sich ja herausgestellt, dass sie große IT-Unternehmen dort niedergelassen haben, wo es die geringsten Datenschutzanforderungen gibt. Geht es darum, ja, dass die Datenschutzbehörde zuständig sein soll, wo das amerikanische Unternehmen die Hauptniederlassung hat. Und jetzt können Sie sich ausrechnen, wohin dann genau diese Unternehmen gehen werden. Die Öffnungsklausel sehe ich extrem kritisch, weil für mich der digitale Binnenmarkt einheitliche Standards braucht, weil sonst fährt wieder der Kontinent rechts und die Insel links. Unabhängig von der politischen Debatte ist, man braucht Dokumentation innerhalb der eigenen IT-Abteilung, um überhaupt mal an die Sicherheitsstandards andocken zu können. Um überhaupt mal einen Reifegrad in der eigenen IT im Verarbeiten von Daten erreichen zu können, damit man überhaupt mal darüber diskutieren kann, ob man sicher ist oder nicht. Meiner Meinung nach muss man die Unternehmen hier auch ein wenig zu ihrem Glück zwingen. Sie heute ein Restaurant eröffnen, ab einer gewissen Größe gibt es eine Hygieneverordnung, die wird ganz, ganz genau und akribisch durchexerziert und geprüft, und dann kommt der Prüfer, ob das mit den Toiletten in Ordnung ist. Aber wo gibt es denn bitte die Hygienevorschrift für Daten, wenn Sie Daten verarbeiten? Ja, da kommt ja niemand nachschauen. Ja, und deshalb kann unsere Wirtschaft nur florieren, wenn unsere Gesellschaft und vor allem unsere Betriebe Vertrauen in Cloud Computing haben. Dass Europa gut aufgestellt ist und dass ein besserer Datenschutz, ein besseres Fundament für IT in Europa auf Basis des europäischen Wertesystems dazu führt, dass wir sehr erfolgreich in die Zukunft marschieren.